Die nächste Demonstration wird zeigen, dass Pferdeverladetraining richtig toll ist und auch Spaß machen kann. Und zwar freuen wir uns jetzt auf Birger Giesecke. Er ist Ausbilder und hat das EQS-System, Equine Quality System, entwickelt. Und es steht für Horsemanship. Es ist ein einzigartiges Ausbildungssystem für alle Reiter und Pferdefreunde. Es wurde von Birger Giesecke, den Sie gleich auch selbst hier sehen, und seinem australischen Kollegen Tony Lander entwickelt. Präsentiert hier auf der Hansepferd ein Schaubild. Das heißt, wenn der Vater mit dem Sohne, unter diesem Motto steht das Schaubild, und es sind zwei ganz besondere Pferde, die mit Hilfe dieses Equine Horsemanship gefördert werden. Demonstrieren Sie hier Ihre außerordentliche Kooperation und Ihr großes Vertrauen zum Menschen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Birger Giesecke und Paul und Leo. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und zuschauen. Ja, es ist ein ganz bekanntes Thema. Ich gebe Ihnen erstmal einen ganz, ganz großen Rat. Versuchen Sie nie, einfach ein Pferd zu verladen. Das macht keinen Sinn. Ja? Es kommt auch nicht darauf an, ob Sie da Transportgamasche oder sonst was dran haben. Es kommt darauf an, ob das Pferd Sie versteht und ob Sie eine gute Vorbereitung haben. Was heißt Vorbereitung und Verständnis? Naja, das Pferd sollte als allererstes ein bisschen mutig sein. Weil so ein Anhänger reingehen, das bedarf ein bisschen Mut. Und das können Sie austesten schon mal, ob Sie solche Sachen hier mit Ihrem Pferd machen können. Wenn Sie das nicht können, brauchen Sie nicht Ihr Pferd versuchen, auf einen Anhänger zu bringen. Der ist einfach nicht mutig genug. Wir haben das EQS entwickelt aufgrund von jahrelanger Erfahrung. Und es bedeutet, dass wir dort die Qualitäten eines Pferdes überprüfen und verbessern. Das nächste, was wir haben müssen an einem Pferd, bevor wir es auf den Anhänger bringen, wir müssen überprüfen, ob der Respekt hat. Was heißt Respekt? Ob der sich für mich bewegt. Da können wir testen, wie viel Respekt haben wir mal. Gucken wir mal, was Leo hat, wie viel Respekt Leo hat. Das heißt, Leo soll sich bewegen, rückwärts für mich. Und dann schauen wir mal, auf welche Distanz er immer noch Respekt hat. Okay. Oh. Wie schätzt ihr den Respektlevel ein? Okay. Ja, wegschicken kann man jedes Pferd, aber wie gut kommt er wieder her, ne? Come on. Das Ding ist, hey, bewege ich meine Füße? Ja. Wenn Sie mal Leute das sehen beim Verladen, ich könnte mich immer schrecklich lachen. Die sind mehr unterwegs mit ihren Füßen als das Pferd. Und am schönsten ist es mal zu sehen, wer ist als Erster im Anhänger. Wisst ihr, wer als Erster im Anhänger ist? Der Mensch. Das Pferd sagt, boah, das habe ich mal gut hingekriegt. Ne? Der ist als Erster oben. Ne? Gut, was brauchen wir noch? Ja, wir müssen testen, wie viel Antrieb wir an dem Pferd haben. Wie wenig bedarf es, dass mein Pferd läuft? Okay. Muss ich da einmal viel machen oder reicht es, wenn ich hier mit meinem Arm zeige, hey, kannst du mal losgehen? Ja? Na gut, dann können wir den Antrieb noch überprüfen und den Mut nochmal, ob wir etwas in den Weg legen können. Nee, es geht noch nicht los. Okay. Ob das Pferd in den Anhänger über Tonnen springen kann. Es geht immer noch nicht los, du darfst da nicht drauf, nein. Okay, kannst du über die Tonnen springen? Yes, okay. Gut. Wie sieht es bei dir aus, Kiki? Kann deine auch über die Tonnen springen? Übrigens, das Pferd, was Kiki in der Hand hat, ist der Vater von diesem Pferd, was ich in der Hand habe. Er ist 26 Jahre alt. Und seit 20 Jahren kommt er auf die Hansepferd. Ja? Ein außergewöhnliches Pferd ohne Tadel und er ist immer noch fit wie ein Turnschuh. So, Kiki, kannst du mal zeigen, was das heißt, ein Pferd zu verladen? Ganz normal. Normal heißt für mich, das Pferd zeigt mir das Vertrauen und es geht alleine in den Anhänger. Okay? Kriegt es. Okay? So, wie kann man das toppen? Weil wir wollen ja einen kleinen Wettbewerb machen. Der Vater gegen den Sohn. Da hat er gesehen, Kiki ist noch mit dem Pferd dahin gelaufen. Leo, komm her, wir toppen das jetzt mal. Ich stelle mich mal hier hin, okay?
Und dann schaue ich mal, ob ich aus dieser Distanz ja, das hinkriege, dass der Leo alleine dahin geht. Aha. Okay. So, Kiki lässt sich jetzt natürlich nicht lumpen. Die möchte das auch toppen. Okay, wie kriegen wir das getoppt? Na, ganz einfach. Wir machen die Sache schwieriger. Wir machen das Loch da hinten drin ein bisschen kleiner. Come on, Kiki, let's go. Ja? So. Let's go. Yeah! Tada! Jetzt mache ich noch so einen ganz kleinen Trick. Ich sag das mal auf, Leo. Ja. Das hier über die Tonnen springen ist ja relativ schwierig, ne? Richtig? Da muss er immer springen und machen und tun und springen und machen und tun. Was hat er wohl lieber drauf? Hm? Was denkt ihr? Ja klar, pass mal auf. Let's go! Drum, 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 drum. Okay. Wie kriegen wir das jetzt wieder getoppt? Was können wir denn da jetzt machen? Okay. Die Kiki hat sich was ausgedacht. Ja? Kiki hat gesagt, pass mal auf, ich mache das jetzt noch schwieriger. Okay? Ich mache das jetzt noch schwieriger. Ja? Ich lege was vor den Anhänger. Und? Ja. Da seht ihr den alten Routinier. Ja. Kiki, Kiki, warte, 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 Kiki, warte, 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 warte. Ich guck mal, ob der Leo das besser kann. Ja. Wir haben das zwar noch nicht gemerkt, ja, aber ich glaube, wir können das besser. Come on, let's go. Yeah. Okay. Kiki, jetzt staunst du, wa? Kannst du das toppen? Probier mal. Guck mal, ob du da losfahren kannst. Ja? Weil manchmal, wer kennt das? Shit, Wecker verpasst. Ja? Aber Turnier steht an. Okay, kann es sein? Dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben, wenn der Anhänger schon unterwegs ist. Shit, heute haben wir verloren. Also, wenn ihr mehr davon wissen wollt, von unserem Ausbildungssystem, das ist das EQS, ja, dann kommt ihr nachher in die Halle, was ist das, 7 da drüben, ja, da ist das Expertenforum, ja. Da habe ich einen Vortrag mit einer halben Stunde über mein Programm, wie das entstanden ist, was ich auseinanderzusetzen habe. Und danach, um 15.30 Uhr, ja, bin ich in der Halle 1 am Ausbilderring mit diesen beiden Pferden und zeige Ihnen nochmal in der Praxis, wie wir dazu kommen, dass unsere Ponys sich so gut verladen lassen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss! Ja, liebe Zuschauer, ich glaube, die beiden Pferde haben sich nochmal einen ganz kräftigen Abschiedsapplaus hier verdient. Das waren Leon und Paul, gemeinsam mit Birger Riesinger.